Das Tal gehört zum Nationalpark Berchtesgaden und ist ein Wanderparadies zum Beobachten, Genießen oder auch zum sportiven Walking. Eines der schönsten Erlebnisse in Schönau ist der Königssee. Natürlich ist hier immer viel los. Mein Tipp: Früh aufstehen, denn dann kann man das hier erleben. Der Nebel steht noch ganz tief über dem Wasser und der Tag erwacht erst langsam. Den Königssee kann man schon seit 1909 mit umweltschonenden Elektrobooten befahren, die beschaulich über das Wasser gleiten. Mitten in der Fahrt ertönt plötzlich ein Flügelhorn. Alle sind ganz still und lauschen dem beeindruckenden Königssee-Echo, das nur vom Wasser aus an einer bestimmten Stelle des Sees zu hören ist. Angesteuert wird die Anlegestelle von St. Bartholomä. Bereits seit dem 12. Jahrhundert steht die weltbekannte Wallfahrtskirche malerisch auf einer Halbinsel. Kein Wunder, dass dieses paradiesische Fleckchen Erde schon immer viele Künstler anzog. Paradiesisch klar ist auch das smaragdgrüne Wasser. Der Königssee gilt nicht umsonst als der sauberste See Deutschlands. Keine Frage, dieser Ort verbreitet eine einzigartige, verzaubernde Stimmung. Von St. Bartholomä aus kann man mit dem Boot zu romantisch gelegenen Almhütten gelangen. Erst mit dem Boot zur Saletalm, dann weiter zu Fuß zur Fischunkelalm. Gerastet wird bei idyllischen Bergseen. Tja, bei diesen Aussichten brauche ich wohl weiter nichts zu sagen. Immer nur auf den Bergen rumlaufen, ist manchen nicht genug. Sie wollen in den Berg. Im Salzbergwerk Berchtesgaden ist das möglich. Im Bergmannskittel gelangt man nach 700 Metern Fahrt mit der Grubenbahn in eine andere, geheimnisvolle Welt. Eine Welt, in der man nicht nur zu Fuß weiterkommt. Zwei lange Rutschbahnen versprechen ein Abenteuer der besonderen Art. Einer der Höhepunkte unter Tage ist die Fahrt auf einem Floß durch die Dunkelheit eines funkelnden Salzsees. Angeregt durch die effektvolle Lasershow tief im Berg, spürt man förmlich die Magie des Ortes. Der See, der war echt schön mit dem ganzen Geklimmer da, das fand ich echt schön. Also es hat Spaß gemacht, weil also zum Beispiel diese Beleuchtung da und so und dass wir da über das Wasser gefahren sind. Ja. Die Rutschbahn fand ich am besten. Zu einem Urlaub in den Bergen gehört natürlich auch eine Fahrt mit der Seilbahn. Die Untersbergbahn verspricht grenzenlose Aussichten. Und in der Tat, man kann zumindest bis nach Salzburg blicken. Mit der Gondel geht es rauf auf den Untersberg. Die Bergstation befindet sich in 1800 Metern Höhe. Von dort aus führt eine der schönsten und spannendsten Touren direkt zur Schellenberger Eishöhle. Im Hochgebirge heißt das ein Klettersteig von 1,5 Stunden. Der Abstieg führt erst einmal zur Mittagsscharte mit schönem Ausblick. Von dort geht es dann über das hochalpine Karstplateau weiter zur Eishöhle. Wir hatten Glück und trafen unterwegs sogar auf eine Gemsenfamilie. Nur ganz kurz, dann waren sie wieder weg. Angst muss niemand vor den Bergen haben, erzählt Marianne, unsere Bergführerin. Aber den nötigen Respekt, den schon. Mit ihren Worten in den Ohren gehen wir den Weg über den Thomas-Eder-Steig. Mit seiner kühnen Linienführung durch mehrere Tunnel ist er einer der spektakulärsten Felswege Berchtesgadens. Trittfest und schwindelfrei sollte man für die anspruchsvolle Strecke allerdings sein. Doch die Mühe lohnt sich. Die Schellenberger Eishöhle.
Für die Höhlenführung erhält jeder eine Karbidlampe, die uns jedoch nur wenig Licht spendet. Umso beeindruckender ist aber das, was wir sehen. Der Rundweg durch die 3000 Jahre alte Eishöhle führt uns durch 30 Meter dicke Eisschichten an Eisfällen vorbei, die in große Eishallen münden. Wir haben 60.000 Kubikmeter Eis. Die Führung dauert etwa 45 Minuten. Wir haben wunderbare Eissäulen, Eismanteln, riesige Eiswände, die wirklich märchenhaft sind. Mit der brennenden Karbidlampe in der Hand fühlt man sich ein bisschen wie in Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ein großartiges Erlebnis. Während man eben noch beim Felsweg 450 Meter nach unten in die Schlucht blickt, schaut man nun bei der Almbachklamm auf einen in Tausenden von Jahren in den Felsen gegrabenen Bergbach. Das ist ebenso unvergesslich. Auch hier sollte man natürlich feste Schuhe anhaben, aber den Weg durch die Almbachklamm bewältigt wirklich jeder, Kind und Kegel. Während wir in der Schlucht schon langsam hungrig werden, wird im Panorama schon ein frischer Obstsalat zubereitet. Äpfel, Melonen, Weintrauben. Eine Spezialität im Hause Panorama. Doch noch sind wir nicht zurück. Erst einmal heißt es, über 29 Brücken musst du gehen, um den 3 Kilometer langen Weg durch die wildromantische Schlucht zu meistern. Und dann oben auf der Alm gibt's nicht nur Kühe zu sehen, sondern auch einen großartigen Almblick auf die gigantischen Felstürme des sagenhaften Watzmann. Und im Gasthaus gleich nebenan erwartet uns eine deftige Brotzeit. Wer diesen Blick auf den Königssee erleben möchte, aber gerade nicht so viel Zeit hat, einen 2000er zu erklimmen, der fährt einfach mit der Jennerbahn. Da ist man in einer Viertelstunde auf dem Gipfel oder fast auf dem Gipfel. Nochmal kurz einen 10 Minuten Spaziergang und dann kann man den Blick genießen. Jetzt aber endlich Obstsalat. Essen gibt's im Übrigen zweimal täglich, morgens und abends. Für die Mittagsbrotzeit bereitet sich jeder bereits am Morgen ein Lunchpaket zu. Ein unvergessliches Erlebnis ist eine Fackelwanderung in der Abenddämmerung. Und das in fast 2000 Meter Höhe. Am 21. Juni, zum Sommeranfang, erleuchten überall auf den Gipfeln die Sonnenwendfeuer. Das ist nicht nur für die Kleinen ein großes Erlebnis. Eine Gegend, wo die Sonne öfter scheint, wo die Berge noch höher wagen, wo die Aussichten so grenzenlos sind und wo man trotzdem so viel erleben kann. Das ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Das Berchtesgadener Land ist eine Reise wert.